Also ich war 19 Jahre alt und war zu diesem Zeitpunkt, wie die Mauer gebaut wurde, in Ostberlin. Ja, und habe dort mein Leben gelebt, bei den Eltern noch zu Hause, und habe mich darüber sehr geärgert, weil ich einen Tag vorher noch in Westberlin war, im Kino. Da waren ja die Grenzen noch alle offen. Und ja, dann habe ich die Überraschung erlebt, bin nach Westberlin bzw. zur Grenze gefahren, wo man ja nicht mehr rangekommen ist. Es wurde ja schon alles vorher abgesperrt, und habe dann dies gesehen, wie sie erst diesen Stacheldraht ausgerollt haben an dieser Grenze. Und dann war das also unmöglich, darüber zu hopsen, weil alle, ich sage mal, halben Meter oder anderthalb Meter Vorbus standen. Da ist man nicht mehr rübergekommen. Als Schüler 1968 erinnere ich mich daran, dass ich in Berlin war im August 1968, also gut 7 Jahre nach dem Mauerbau. Und da waren gerade an dem Tag die Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei einmarschiert und dann donnerten abends die sowjetischen Jagdflugzeuge über Berlin hinweg und das fanden wir sehr beklemmend. Nun dachte ich, groß geworden in Berlin und immer mit der Mauer, dass irgendwie alle, die außerhalb Berlins wohnen, einen anderen Dialekt sprechen als Berlin. Weil an den Grenzkontrollen waren nur Sachsen eingesetzt, also die, die am weitesten weg von zu Hause waren. Und die sächselten alle. Da gibt es ja den Witz, so nu Gänsefleisch mal warum aufmachen. Ne? Also sagen Sie mal einen Satz mit Gänsefleisch. Gänsefleisch mal warum aufmachen. Und dann gibt es ja noch mehr Sprüche. Die haben tatsächlich alle so geredet. Und die DDR-Grenzer kannten sich unheimlich gut mit den deutschen Automobilen aus. Das heißt, die wussten genau, bei welchem Auto wo irgendwo Hohlräume waren und können sie noch mal den Sitz hochheben und naja, also welche Sachen. Das war immer sehr unangenehm. Unsere deutschen Kollegen waren für mich einfach unberechenbar an der Grenze. Interessant war zum Beispiel, dass die Schüler unterschiedliche Grenzübergänge nehmen mussten. Wir hatten also einen Schüler aus dem ehemaligen Jugoslawien dabei, der hatte einen eigenen Übergang. Und es gelang den Schülern nicht, das umgetauschte Geld auszugeben, weil in Ostberlin alles so billig war. Dann haben sie sich zu 5 Mann zusammengetan, haben sich eine Taxe genommen und sind den ganzen Tag durch Ostberlin gefahren mit der Taxe. Also einmal wurden wir beispielsweise ganz schwer durchsucht. Ich hatte auch gerade den Führerschein und mein VW Polo, der wurde auseinandergenommen ohne Ende. Und das war eine recht unangenehme Situation, muss ich sagen. Und es war für mich auch immer sehr befremdlich, dass man zu diesen Menschen dort, ja, man konnte überhaupt keinen Kontakt aufnehmen und das war alles recht befremdlich, muss ich sagen. Bin ich Anfang der 80er Jahre, also für die MAH, tätig gewesen im Rahmen also der Transplantationsgeschichten, also Nieren und Lebern. Und da bekam ich einen Einsatzbefehl von meiner Leitstelle. Also ich sollte eine Niere abholen, und zwar im Nordstadtkrankenhaus, und einen Arzt aufnehmen und mich also Richtung Osten bewegen. Und Richtung Ost-Berlin hieß das. Das war also völlig einmalig. Ich durfte niemanden informieren von der ganzen Aktion. Es ging also da um ein Spenderorgan für ja, irgendein Parteibonzen dort drüben. Und das durfte natürlich nicht rauskommen in der westlichen Presse, dass also solch eine Aktion läuft. Lief dann so, wir sind losgefahren, also Richtung Marienborn. Hatten überhaupt keine Ahnung, also was uns erwartete. Hatten also keinen Behördenfunk an Bord, gar nichts. Und wir wurden erwartet schon vom Bundesgrenzschutz an der Grenze und wurden nur durchgewunken. Und naja, ich hatte damals einen recht großen BMW mit Blaulicht drauf für diese Fälle und war dann sehr schnell. Und auch die Ostgrenzer winkten uns durch. Ja, das war's dann. Und dann bin ich also los. Und an der Magdeburger Börde hat man uns dann abgefangen und gesagt: Ihr seid viel zu schnell, mal wieder zurück nach Marienborn. Und dann hat man uns also dann an einen, das war ein regnerischer Abend, 19 Uhr,
dunkel. Dann hat man uns also an einen Nebeneingang geführt. Das war so wie im Krimi bald, nicht? Und dann war da ein Schlagbaum, also mitten im Wald. Auf der anderen Seite wartete ein Wartburg-Tourist, so hieß diese Kombi-Ausführung dieses Fahrzeugs, mit einem Kollegen aus der Charité, und dem ich dann also diese Kiste, diese Styroporkiste mit dem Spenderorgan übergab. Alles wurde bewacht, also von Grenzern. Und auch der Kollege hat einen Arzt dabei, und die beiden unterhielten sich also dann und kannten sich seltsamerweise aus USA. So, das Kuriose an dieser ganzen Angelegenheit war, weder mein begleitender Arzt noch ich hatten einen Ausweis oder einen Pass dabei. Das sagten wir dann auch. Und da sagten sie, das wäre völlig egal. Und ja, da hat man uns zurückgeleitet, also ganz verschlungene Pfade, und hat uns dann wieder Richtung Westen geschickt. Auf jeden Fall war für uns als Westberliner die Sache so, dass wir ja praktisch jetzt den Moment auf einer Insel gewohnt haben und nicht mehr raus konnten, so wie wir wollten. Wie groß ist so eine Stadt? Ja, das ist doch nicht Hannover. Hannover sind 2 Stadtbezirke von Berlin. Ja, und der Westteil hatte mal eben 11. Also man muss sich das vorstellen, wie fühlt man sich denn da eingesperrt? Das ist hier irgendwie Celle bis Hildesheim, ja? Wir fühlten uns alle sehr eingeengt. Man kann es etwa so beschreiben, dass man wie in einem Käfig gelebt hat. Denn du hast auf der einen Seite ungefähr 20, 25 Kilometer zum Fahren gehabt und auf der anderen von Nord nach Süd 45 Kilometer, und dann war Schluss. Und deshalb, glaube ich, war dieses Gefühl des Eingesperrtseins nicht so bewusst, weil es einfach so groß ist und so unterschiedlich war. Gab eigentlich kein Eingesperrtsein.